1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Talk-Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wir machen das heute so, wie wir es immer montags machen. Nämlich diese Sendung ist frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin, das ist die Isa und Isa ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Isa. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Hallo. Um was geht's? Weswegen rufst du an? Ja, Problem ist, ich bin, wie schon gesagt, 28 Jahre alt, werde fast 29, habe vor einiger Zeit einen Typen kennengelernt, der eigentlich auch ganz nett ist, wo ich sage, es passt eigentlich so von den Einstellungen von ihm. Er ist halt, hat auch studiert wie ich, arbeitet ungefähr in derselben Branche. Eine Bitte. Könntest du irgendwie ein bisschen näher an das Telefon gehen? Du klingst so weit weg. Ich bin Hörer dran. Okay. Okay. Also er studiert dasselbe wie du? Er kommt halt auch vom Bankenvertrieb, genau wie ich auch. Ja. Und es passt eigentlich überwiegend alles. Das Problem ist halt nur, ich habe halt noch nie mit einem Mann geschlafen. Mhm. Und das auf der einen Seite belastet mich halt groß und auf der einen Seite ist es mir halt auch peinlich, aber auf der einen Seite weiß ich auch, ich bin noch gar nicht bereit. Und das ist so, ich bin halt so ein Zwiespalt und weiß eigentlich im Prinzip gar nicht, woher es kommt. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, entschuldige bitte, weil ich am Anfang das nicht richtig verstanden habe. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Also wir haben uns jetzt, glaube ich, 5-mal gesehen. Ach so, ganz frisch. Und ich weiß von seiner Seite auf jeden Fall, also er fragt immer, sehen wir uns wieder und er ruft auch regelmäßig an und es ist auch eigentlich so ganz nett. Ja. Aber ich weiß halt, ich versuche halt immer irgendwie zu sagen, okay, wir treffen uns erst später oder vielleicht erst am Wochenende, weil ich halt weiß, wenn wir dann wirklich zusammen sind, dann ist es halt schwieriger zu sagen, passt dann doch irgendwie nicht so. Wobei wir das ja noch gar nicht wissen, ob es nicht passt. Naja, also von seiner Seite aus, ich weiß auf jeden Fall, dass von seiner Seite er eigentlich nur von mir eigentlich ein Signal hören will. Was will er hören? Er will eigentlich nur ein Signal hören, so in dem Motto. Wie ist denn dein, nehmen wir mal diese Problematik der Angst vor der ersten Sexualität, nehmen wir die mal raus. Mhm. Findest du den nett? Ich finde ihn nett, ich finde ihn lustig, ich finde ihn eigentlich sympathisch und eigentlich so ein Hallo-Dri. Also ich glaube, der steht wirklich mit beiden Beinen im Leben, hat auch schon eine Beziehung hinter sich, die länger zeitig war. Ist denn da so ein Hauch von Verliebtsein? Das ist ein Kribbeln auf jeden Fall. Ein Kribbeln, das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also er ist mir nicht ganz egal, also halt nicht, ne? Ja, du bist 28 Jahre alt und hast bisher noch keine sexuellen Erfahrungen mit einem Mann gemacht. Mhm. Denn mit einer Frau? Hatte ich schon mal, ja. Ja. Das war eine spontane Sache. Aber du bist dir sicher, dass du... Nee, ich sehe überhaupt nicht auf Frauen. Nee, gar nicht. Das gar nicht auf Frauen. Das hat mich im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen... Also sie war halt eigentlich eine ganz attraktive und war halt ein, zwei Mal. Und da war es eigentlich komischerweise, da war eigentlich gar keine Angst. Aber das Problem war, ich hatte halt überhaupt nicht meinen Spaß, die wohl eher. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, nee... Okay, also das Thema ist abgehakt. Frauen sind es nicht. Nee, wie erklärst du dir das, dass du... hast du dich ja schon mal in einen Mann verliebt, ohne dass es dann zur Sexualität gekommen ist? Ich glaube, das Problem ist, ich glaube, so richtig verliebt war ich, glaube ich, noch gar nicht. Wie erklärst du dir das? Und dann weiß ich auch gar nicht, ob es das überhaupt ist. Ja, ich weiß es nicht. Also das Problem ist halt, beruflich stehe ich halt echt mal eine Frau, ne, so wie Rien, und sie sagen halt immer von außen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das war, ich habe eine Freundin, die weiß halt, dass ich da noch nicht so die Erfahrung gemacht habe. Die sagt immer, ja, sei da froh, aber ich merke natürlich, ich setze mich natürlich immens auch unter Druck. Wieso sagt die, sei doch froh? Verstehe ich. Naja, weil die halt sagt, so in dem Motto, ja, dann hebst du dir das halt noch auf, und besser als wenn du halt irgendwie 5, 8 Beziehungen hinter dir hattest, und hast halt nur schlechte Erfahrungen. Naja, und auf der einen Seite ist es halt so, ich bin halt auch realistisch. Und wie ist das, Isa? Hast du denn ein sexuelles Bedürfnis? Ja, ein bisschen schon. Heißt das, dass du masturbierst?
habe ich schon des Öfteren, aber ist eigentlich nicht so mein Ding. Das heißt, du hast noch nie in deinem Leben einen Orgasmus gehabt? Ja, wenn, dann halt mit mir selber halt. Naja, gut, das meine ich. Mhm. Aber immerhin hast du mit dir selbst schon einen Orgasmus gehabt. Mhm. Ja, das ist ja schon mal toll. Aber also, es ist halt so, diese, wenn ich halt merke, dass halt der gegenseitige Part von Mann halt irgendwie erregt ist, oder man merkt halt, die Kontrolle gibt an, und ich weiß, irgendwann, wenn man in Beziehung eingeht, wird es halt darüber hinausgehen. Also, mhm, das heißt, die anderen sind in der Beziehung halt so, Sex halt total was Schönes, mhm, und man kann ja auch viel experimentieren, und ich finde es eigentlich nur schrecklich widerlich, und ich kriege eigentlich nur reine Panik. So, und das ist jetzt eine Frage. Hast du in deinem Leben irgendwann eine schlechte Erfahrung gemacht? Nein, ich wurde weder irgendwie noch sexuell irgendwie belästigt, wurde vergewaltigt, gar nichts. Mhm. Bist du in einem konservativen Elternhaus aufgewachsen, einem sehr konservativen Elternhaus? Nee, also ich hatte noch einen Bruder, und bei dem geht das eigentlich. Also ich bin halt ein sehr kontrollierender Mensch. Wie hat man dir denn als Kind, als Jugendliche Sexualität vermittelt im Elternhaus? Ich glaube, das wurde mir gar nicht vermittelt. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Wurde da gar nicht drüber gesprochen? Also weder positiv noch negativ? Nee, ich glaube. Also es war schon ein Tabuthema? Ja, ich glaube schon ein bisschen, ja. Mhm. Und irgendwann war es halt selbstverständlich, dass man gedacht hat, naja, jetzt ist man ja 15, 16, jetzt wird man ja so den ersten Freund haben, und es war sowieso nie, dass ich jetzt auch in der Pubertät irgendwie mal so einen Freund hatte, wo ich jetzt zu meiner Mutter mal gegangen wäre und hätte gesagt, sag mal, wie ist das denn jetzt mit der Pille, mit dem Frauenarzt, weil ich halt sowas an mich gar nicht heranlassen. Wie ist es gewesen bei euch zu Hause? Gab es von Seiten der Eltern, von deiner Mutter, von deinem Vater, Zärtlichkeiten dir gegenüber? Also so nette Zärtlichkeiten, ja, wie man... Natürlich. Das schon, ja. Hast du denn keine Sehnsucht nach Zärtlichkeiten? Klar. Also ich habe Zärtlichkeit nach Nähe. Mhm. Ich fühle mich auch in vielen Sachen, auch gerade so am Wochenende, halt auch alleine. Mhm. Bin auch eigentlich ein sehr sensibler Mensch. Also ein Gefühl der Einsamkeit ist schon auch da. Das Gefühl der Einsamkeit ist total da, klar. Aber auf der einen Seite, wenn ich schon weiß, das läuft irgendwann halt auch Sex hinaus, dann blockiere ich schon alles und sage, nee, dann lieber nicht. Mhm. Und ich habe halt Angst, dass ich halt genauso wie jetzt wieder reagiere, dass ich halt sage, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, und dann merke ich halt irgendwann, nee, lieber doch nicht, und dann sage ich doch nicht, und dann... Ich verstehe. Also die Grundfrage ist natürlich, die man herausbekommen müsste, die wir natürlich in diesem Gespräch hier nicht rausbekommen werden, so deutet sich das ja an. Mhm. Woher kommt das? Warum ist das so? Warum ist das so verknotet? Warum ist dir das fast widerlich, wenn du an Sexualität denkst? Warum befriedigst du dich nicht oft selbst und genießt deine eigene Lust und hast den Spaß an deinem eigenen Körper? Warum ist das so? Finde ich eine der grundlegendsten Fragen zum einen. Zum anderen finde ich, dass du, wenn du da jetzt jemanden kennengelernt hast, den du schon sehr nett findest, und du sagst sogar, ein gewisses Kribbeln ist da, und du sagst, eine gewisse Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit ist da. Sag dem das doch einfach mal alles so, wie du es mir auch gerade gesagt hast. Ich kann dir noch nie sagen, dass ich eine Jungfrau bin. Warum denn nicht? Ja, weil das mir total peinlich ist. Ach, Quatsch. Jetzt mal ganz ehrlich, ein Mann, der irgendwie Anfang 30 ist, der kauft dann, wer lässt sich denn eine Frau an, die noch Isa, im Korb ist? Ach, nein, Isa, wenn du es nicht sagst, hast du dich so verkantet und bist so verspannt, dass das sowieso alles nicht funktioniert. Du hast nur die einzige Chance, es offen zu sagen. Ich sage dir, wenn das ein guter Typ ist, findet er das absolut in Ordnung und wird auch beeindruckt sein von deiner Ehrlichkeit. Wenn das ein Idiot ist, dann zieht er den Schwanz ein, im wahrsten Sinne des Wortes, und geht. Und dann soll er auch gehen. Also es ist fast auch schon ein Test, was für ein Typ das ist. Ob das ein netter Bursche ist. Also das würde ich wirklich ganz offensiv angehen. Das sage ich dir so. Ich glaube, da hast du gar keine andere Chance. Und ich weiß es auch so von Rückmeldungen von Leuten, die in ähnlichen Situationen sind oder waren, wie du es jetzt bist, dass das eine gute Methode ist, offensiv daran zu gehen. Dann bist du auch erstmal den Druck los. Nämlich du denkst ja immer die Erwartungshaltung von ihm. Ja. Und das macht dich natürlich kirre irgendwie. Ja. So, was das andere anbelangt, das ist, glaube ich, ein tiefen psychologisches Problem, wo du mit einem Fachmann ran musst, finde ich. Wenn du das für dich lösen möchtest, das ist ja irgendein Geheimnis in dir, warum das so ist. Mhm. Vielleicht ist das eine Sache, die du gar nicht weißt. Wahrscheinlich sogar, sonst wäre das ja im Bewusstsein irgendwie drin und du würdest das kombinieren.
Ich würde gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin darüber weitersprichst. Ja, das ihr werdet zusammen auch nicht die Sache wahrscheinlich jetzt knacken, aber sie wird dir noch entsprechende Tipps geben, wohin du dich weiter vernetzen kannst und wo du hingehen könntest. Mhm. Würde ich an deiner Stelle wirklich machen. Ja, okay. Wirklich. Alles klar. Liebe Isa. Ich danke dir ganz herzlich. Du legst bitte auf und Simone ruft dich an. Und ich fände es super toll, wenn wir irgendwie mal in einem halben Jahr nochmal telefonieren würden und du mir irgendwas erzählst, was passiert ist. Ja, mach ich doch. Sehr gerne. Vielen Dank. Ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal schön, dass ihr da seid, falls ihr gerade reingezappt seid. Übrigens, entschuldigt bitte, dass ich letzte Woche Donnerstag nicht gesagt habe, dass wir freitags nicht im Fernsehen sind. Eine kleine Entschuldigung an unsere Stammzuschauer. Aber da war die lange Nacht, die lange Russlandnacht hier im WDR. Also heute sind wir da, freie Themennacht wie immer montags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050, kostenfreie Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und kurz und knapp beschreiben, auch reinschreiben, um was es geht und was euer Thema ist. Hier ist Nina. Nina ist 27. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nina. Schön, dass du da bist. Ja, um was geht's? Mein Problem ist eigentlich, dass ich meine große Liebe aufgegeben habe aufgrund meiner Karriere. Oh, machst du denn für eine Karriere? ja, ich arbeite im visuellen Bereich, sag ich jetzt mal. Im visuellen Bereich? Ich studiere eigentlich was völlig anderes. Und machst du bei Germans Next Top Model mit? Nein, eher dahinter. Dahinter? Also im Fotobereich. Als Fotografin oder als Model? Genau, als Fotografin. Als Fotografin, ach so, genau. Ja. Und ich studiere eigentlich was völlig anderes. Nämlich? Und studiere das halt eigentlich momentan nebenbei, weil ich irgendwie... Was studierst du denn? Also was völlig anderes als... Kreativität. Habe ich schon verstanden. Und ich fragte, was du studierst. Ja. Möchtest du das nicht sagen, oder? Das ist gerade gar nicht so wichtig. Es ist halt was völlig anderes. Okay, dann lasse ich das mal so stehen, wenn du das nicht sagen möchtest. Ich möchte halt gerne in diesem kreativen Bereich weiterkommen und bin irgendwie auch an eine Person geraten, bei der ich plötzlich ganz viel weiter kam und auch meine Chancen gesehen habe. Naja, und kam ich plötzlich mit dem Sohn derer Person zusammen. Ja. Ja, und dann ist auch was passiert und ich hatte aber gleichzeitig noch meinen Freund mit dem... Also, ich deute das mal kurz, fasse es zusammen, wie ich es verstanden habe. Du hattest eine große Liebe, den du sehr geliebt hast. Genau. Du willst aber Karriere machen, du bist eine ehrgeizige Frau. Genau. Und hast einen Typ kennengelernt, der dir die Karriere sehr gut bahnen kann. Und der wiederum hat einen Sohn. Und genau. Der wollte mit dir anbandeln, hat es dann auch getan. Und du hast es auch getan, in der Berechnung, so besser und schneller nach oben zu kommen. Stimmt das? Im ersten Moment nicht, aber im zweiten Moment kam dann der Gedanke. Ja, du bist jetzt von deiner eigentlich großen Liebe getrennt. Genau. Und bist jetzt mit dem Sohn von diesem Mann da zusammen? Richtig. Mhm. Wie lange schon? Seit dem Sommer. Auch schon, doch eine ganze Weile schon. Ja. Wie lange warst du mit deiner großen Liebe zusammen? 3,5 Jahre. Ich habe auch mit dem zusammen gewohnt. Und was hast du dem gesagt, warum du dich von dem trennst? Das war am Anfang ein bisschen eklig von mir, weil er mir schon mal gesagt hat, wenn man sich in jemand anderes verliebt, dann kann man da nichts gegen tun. Hm. Und genau die Sache habe ich dann auch erwähnt, als ich ihm das erzählt habe. Also ich konnte nicht einfach lügen und sagen, ich mache das wegen der Karriere. Genau, sondern... Ja, du hast vorgegeben, du hättest dich in jemand anderen verliebt. Genau, und man kann ja nichts gegen die Gefühle tun. Am Anfang, nur letztendlich habe ich dann gemerkt, weil es doch nicht so toll war. Ich mag schon, wie du das so zögerlich alles erzählst, dass du dich schämst, ne? Ja. Zu Recht. Was heißt, ich schäme mich nicht, ich bereue halt eigentlich alles, aber
Ich stehe im Moment auf so einer Kippe, wo ich denke, entweder Karriere oder Liebe. Und ja, die Liebe hast du ja, die ist ja nur weg, oder? Die ist noch nicht mal weg. Das heißt, du könntest zu deiner alten Liebe zurückkommen? Genau, wenn ich irgendwie... Habt ihr denn Kontakt gehalten jetzt die letzten Monate? Ja, wir haben noch Kontakt. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung und haben die auch... Es steht jetzt noch einiges aus irgendwie von der Wohnung und wir haben auch noch Kontakt. Und hast du ihm denn mittlerweile gebeichtet, warum du ihn verlassen hast? Also er weiß, weil ich jemand anderes hatte, den ich gerne habe. Aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das wegen der Karriere gemacht habe. Weil du dann sehr schlimm dastehen würdest. Und du Gefahr laufen würdest, dass er sagt, okay, so eine will ich dann nicht mehr. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube noch nicht mal, dass er so denken würde. Schade eigentlich. Warum? Ja, weil du, finde ich, Scheiße gebaut hast. Ja. Wirklich, finde ich. Also, du mein Gott, du sagst, das ist eine große Liebe. Was ist das für eine Formulierung? Wie schwierig ist es eigentlich? Er war eigentlich, er war relativ älter als ich. Deine große Liebe. Genau, und... Wie viel denn älter? 9 Jahre. Naja. Und nee, das war auch die ganze Zeit kein Problem. Das Problem ist, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich nochmal mein eigenes Ding durchziehen muss irgendwie. Lass uns mal eben über diese neue Liebe in Anführungszeichen reden. Was ist denn das für ein Kontakt, in den du ja eigentlich, wenn du jetzt ganz scharf in dich hineinschaust, nicht verliebt bist? Das ist eine reine Zweckgeschichte. Wie fühlst du dich denn da drin, in dieser Beziehung? Nicht gut. Wittert der das, dass du aus reiner Berechnung mit ihm zusammen bist? Er wittert es nicht insofern, weil er seine eigenen Probleme hat. Ach so. Das heißt, du bist halt auch noch so ein Problem. Er hat halt seine eigenen Probleme. Oh Nina, das klingt alles nicht gut. Das klingt alles irgendwie schäbig. Wirklich. Das klingt schäbig. Ich habe ja nur alles Verständnis der Welt, wenn man in dem Alter ist, so wie du, und oder auch nur jünger, wenn man halt vorankommen will und Karriere machen will, ist ja alles toll. Ist ja völlig, völlig legitim. Aber man muss so bestimmte Grundwerte muss man beibehalten, auch wenn man nach oben will. Und das mit Lug und Trug zu machen und letztendlich sich sogar in eine Pseudo-Liebesbeziehung zu begeben, in der Hoffnung, dann weiter nach oben zu kommen, ist einfach, das ist schäbig, finde ich. Ja, das Problem ist... Weißt du warum? Nicht nur so rein moralisch von außen betrachtet, auch für dich selbst. Weil du dich selbst letztendlich schlecht fühlst dabei. Ja. Und wenn du dich anguckst im Spiegel, hast du immer dieses ganze Knäuel vor Augen, in das du dich da hineinbegeben hast. Ja, es hat sich halt alles so privat entwickelt und plötzlich kam es in die Öffentlichkeit und dann konnte ich da gar nichts mehr gegen tun. Was kam in die Öffentlichkeit? Ja, diese Beziehung. Es war halt vorher, dass wir es für uns gehabt, also für uns irgendwie... Mit dem Neuen das? Genau, intim hatten und ich auch nicht wollte, dass es irgendjemand anderes weiß. Das ist ja völlig egal, ob es jemand weiß. Aber jetzt kam es plötzlich dann in die Öffentlichkeit und dann wusste mein Chef, alles klar, Sie ist mit dem zusammen und so. Und jetzt hängt das alles zusammen. Wenn ich jetzt nicht mehr mit ihm zusammen wäre, dann wäre, glaube ich, das ganze Verhältnis zwischen meinem Chef und mir. Das heißt, wenn du jetzt von dem neuen Lover weggingst, würde es unter Umständen bedeuten, dass du von dem Chef auch wegkommst und dass deine Karriere einen richtigen Knick kriegt. Genau. Das hast du dann nicht anders verdient. Und weißt du was ich glaube? Wenn du eine talentierte junge Frau bist, in dem Fotobereich, was immer du da machst, wirst du deinen Weg finden. Dann hast du jetzt vielleicht eine Delle und musst nochmal durch das Tal der Tränen gehen, aber du wirst eine andere Möglichkeit finden und kannst mit erhobenem Haupt da durchgehen. Und verkaufst deine... Weißt du, was das ist? Das ist Seele verkaufen, was du da machst. Ja, das stimmt schon. Das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Nicht, weil man es nicht machen... Ich sag's nochmal, nicht nur, weil man das nicht machen sollte, sondern für dich auch. Einfach ich für... Ich fühle mich auch total so. Scheiße. Ja, so. Mensch, Nina. Also, ich glaube, da kommst du ohne Schaden nicht mehr raus. Nee, also...
klar. Und dann muss man halt überlegen, was man in Kauf nimmt und sagt, okay, ich habe mir das die Suppe selbst eingebrockt. Ich warte die ganze Zeit auf einen Moment, der mir sagt irgendwie entweder das oder das, aber... Ja, der Moment wird dir das nicht sagen. Ich habe es jetzt gesagt. Ja, ich merke, dass ich immer mehr dahin tendiere, dass mir meine Karriere in dem Moment irgendwie egal ist. Das glaube ich ein bisschen... Und ich wieder zurückgehe. Ja, das glaube ich ein bisschen auch, sonst hättest du mich gar nicht angerufen. Denn dir war ja klar, dass ich sage, wow, super, mach das genauso weiter, finde ich cool. Ja. So macht man Fortschritte. Das war dir ja klar, ne? Ja. Mhm. Hast du Talent? In ich dem schon, ja. Ja. So, dann heißt es, dass du da weiter fest dran glaubst, weiter an dir arbeitest. Und dann wirst du vielleicht eine Weile eine Durststrecke haben, aber ich garantiere dir, dass du es schaffst und dass du weiter wieder nach oben kommst auf solidem Boden und Grund. Mehr kann ich dir nicht sagen, Nina. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Du bist Frau deiner selbst und musst das für dein Leben alles so einordnen und entscheiden. Ja. Liebe Nina. Das stimmt. Dann wünsche ich dir für deine Entscheidung, wie immer sie ausfallen, alles Gute und dass es für dich und dein Leben gut ist. Dank. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Danke dir auch. So, ihr Lieben, morgen. Morgen ist Themennacht. Und morgen heißt unser Thema sexuelle Doppelleben. Folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die im sexuellen Sinne ein Doppelleben führen. Die vielleicht so ein ganz braves partnerschaftliches Blümchen-Sexleben haben, aber es in andere Richtung krachen lassen. Oder auch nicht krachen lassen, sondern was ganz anderes machen, was ganz Ungewöhnliches, vielleicht was ganz Bizarres. Aber es eben ein sexuelles Doppelleben ist. Sexuelle Doppelleben, das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir über euer sexuelles Doppelleben sprechen wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet, oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de oder ruft während der Sendung morgen an um 1 Uhr ab 1 Uhr. Hier ist Helga. Helga ist 68. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Helga, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Ich sehe jede Nacht deine Sendung. Ja. Und jetzt im Moment, ich bin sowas von, wie gesagt, ich muss halt einfach jetzt mal mit jemandem einfach reden. Ja. Ja? Ja, na klar. Und jetzt habe ich gedacht, du bist mir irgendwie so jede Nacht so unheimlich sympathisch. Mhm. Ja. Und deshalb habe ich jetzt mal bei dir angerufen. Und zwar aus dem einen Grund, ich habe am Samstag mein Enkelkind verloren von 20 Jahren. Am Samstag? Ja. Was ist passiert? Samstagmorgen um 6 Uhr. Unser Kind, das ist 2003 am Kopf operiert worden und war natürlich super bissartig. Also ja. Das Enkelkind ist am Kopf operiert worden? Ja. Es gab einen Tumor, oder? Ja, ja. 2003 war das. Und seinerzeit wurde uns schon gesagt, dass die Chancen 60% sind. Mhm. Und es hat sich aber alles so mit Chemo und Bestrahlungen und. Das heißt, wenn das im Jahr 2003 war, habt ihr sehr schwere Jahre hinter euch? Ja, 4 Jahre. Sehr traurige und schwierige Jahre. Ja, und im vergangenen Jahr, im Februar, kam dann der riesengroße Rückschlag. Und da war dann im Rückenmark, denn sich dann die Tumore gebildet. Es ging alles an die Nervenstränge, da konnte sie nicht mehr laufen. War es ein junger Mann oder eine junge Frau? Ein junges Mädchen, 20 Jahre alt. Mhm. Ein ganz, 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 ganz super tolles Kind. Helga, wie hat deine Enkelin diese schwere Krankheit aufgenommen? Wie ist sie damit umgegangen? Sehr, sehr, sehr gekämpft. Bis zuletzt. Und nie geklagt, nie alles über sich ergehen lassen. Mhm. Das heißt dann auch, die letzten Monate war es wahrscheinlich besonders schwer. Ja, ich würde sagen, jetzt seit Weihnachten war es unheimlich schwer. Weihnachten wollte sie immer mit ihrer Oma verbringen. Und es war auch bei uns mit der ganzen Familie die Weihnachten.
Und hat sie... sie hat es gewusst, ja. Sie hat es gewusst? Ja. Sie wusste, dass sie sterben wird? Ja. Seit wann wusstet ihr es, dass es keine Hilfe mehr gibt? Wir wussten es seit vor, also seit im vergangenen Jahr, also Ende des, also Ende vom vergangenen Jahr wussten wir es, weil da war sie auf der Intensivstation und da hat sie sogar ihr Patientenverfügung hinterlegt, alles drum und dran. Ja. Sie hat... Was stand denn in der Patientenverfügung drin? Dass sie nicht an keinen Schlauch gemacht wird, dass sie zu Hause in ihrem Bett sterbe, bei ihrem Papa, also bei den Eltern sterben möchte. Mhm. Ja? Und so ist es dann auch gekommen. Und so ist es auch gekommen. Was stand da noch drin? Dass sie alles bei der Patientenverfügung, was da noch drin stand. Ja, was sie noch verfügt hatte, ja. Also, dass ihre einfach nicht mehr Wege da, also, dass sie nicht an Automaten kommt oder dass sie so irgendwie, ja, und dann hat sie ihr Verfassung, also ihr alles geschrieben. Sie ist noch, noch eine Schwester da, die wird jetzt am Sonntag 18. Und ihre hat sie das ganze gesparte Geld vermacht, dass sie das macht, was sie hat nie machen können, Führerschein im Auto, ja. Sie hat einen Hund, also meine verstorbene Enkelin, und eine Schildkröte. Und das muss alles jetzt hat die Schwester dort drauf aufpassen. Und also sie hat sich um alles Gedanken alles gemacht gekümmert. Und alles ist geregelt. Ja. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Nicht morgens um 6 Uhr. Wir waren mittwochs, wir waren noch spazieren. Weil sie hat so die Sonne geliebt. Ach, ihr wart letzte Woche Mittwoch noch spazieren. Das konnte sie. Sie konnte noch rausgehen. Nicht im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Und sie hat immer noch die Thrombozyte gekriegt und das hat sie noch am Leben erhalten. Und jetzt am Montag, sie war dann auch nicht mehr transportfähig. Und, aber sie ist, Helga, sie ist dann am Samstag, hast du morgens um 6 Uhr gestorben, letzten Samstag. Nach ihrem, so wie ihr Wunsch es war, sie ist zu Hause. Zu Hause. Und sie ist ein unheimlicher Blau-Fan, sie hat schon immer Blau geliebt und jetzt haben wir natürlich ihr auch alles in Blau machen lassen. Was denn alles in Blau? Ja, so... ja, Urne, sie hat ja geschrieben, sie will verbrennt werden. Habt ihr eine blaue Urne ausgewählt für sie? Ja, genau. Helga, sag mir doch mal, wie dein Verhältnis zu deiner Enkelin. Sehr, sehr, sehr. Schon schwer ist nicht so deprimiert. Ja. Sehr, sehr innig. Ja. Eine ganz, ganz tolle Beziehung. Ganz toll, also. Tolles Mädchen, war das? Ja, ein ganz, ganz tolles Mädel. Das kann man. Hast du als Oma mit deiner Enkelin, als das dann klar war, dass sie sterben wird, hast du mit ihr mal über das Sterben und den Tod gesprochen? Sie hat immer zu mir gesagt, da war sie, ach, das sind vielleicht jetzt so 4 oder 5 Wochen her. Und da hat sie so, wie soll ich das jetzt sagen, weil jetzt die ganzen Tumore, die sind ja dann auch in der Kopf, ja? Und da hat mal so der Doktor in im Klinikum in Mannheim in der Onkologie hat gesagt, wir haben den Kampf verloren. Der Tumor im Kopf hat ihn gewonnen und der macht jetzt halt mit der Tanja, was er will. Ach so, das heißt, sie war dann auch etwas persönlichkeitsverändert zum Schluss. Ja, genau. Verstehe. Und das heißt, man konnte dann auch nicht mehr so vielleicht mit ihr reden, wie man früher mit ihr sprechen konnte. Ja, aber das ging dann wieder durch das Morphium. Die haben die dann wieder so aufgebaut. Hatte deine Enkelin Angst davor? Bitte? Hatte deine Enkelin Angst vor dem Tod? Sie wollte nicht sterben. Sie wollte nicht sterben. Und natürlich, wie meine Tochter mich angerufen hat, gesagt, Mama, die Tanja ist, das ist so schlimm. Und natürlich habe ich dann sofort meinen Sohn angerufen und war sofort drüben auf der Onkologie und war dann an ihrem Krankenbett gesessen und die Patentante und die Eltern, die haben dann mit der Ärzte gesprochen. Jetzt am Samstag wohnt ihr weit auseinander? Du? Also ich wohne in Ludwigshafen und unser Kind, also meine Tochter und
Der Papa, die wohnt in Uggersheim. Wie weit ist das auseinander ungefähr? Ach, das ist ungefähr eine Stunde, ach so, ja. 15 Minuten so ungefähr. Dann, als du die Todesnachricht bekommen hast am Samstag, bist du dann sofort dorthin gefahren? Ja, natürlich. Mhm. Das aber heißt, natürlich. Du hast deine verstorbene Enkelin dann auch noch gesehen? Natürlich. Mhm. Und das ist jetzt auch irgendetwas dominant. Das muss ich jetzt mal ganz irgendwas sagen. Das ist so schlimm. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das hätte ich nicht machen dürfen. Und das lässt mir einfach keine Ruhe. Weil der Anblick schlimm war? Ja, ja, so das Endgültige, weißt du? Einfach das Endgültige. Hatte sie denn einen friedlichen Gesichtsausdruck? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie war so verändert. Ja? Viele Leute sagen ja, dass es ihnen hilft, den Verstorbenen nochmal zu sehen. Ja. Um auch nochmal dann wirklich Abschied nehmen zu können. Ja. Das ist bei dir nicht so? Ja, ich habe jetzt seit 3 Menschen mit Krebs verloren. Erster war meine Mutter, 96 mein Mann. Und jetzt seit unser Tanja, weißt du? Und ich bin jetzt schon seit über einem Jahr bin ich in psychologischer Behandlung, weil ich das einfach nicht. Ich verstehe. Die Kraft, irgendwann ist die Kraft auch erschöpft. Ja, wenn man dreimal den Tod erlebt, so nah an geliebten Menschen. Ja. Ich bin ein sehr, sehr, also ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich ein sehr, sehr starker Mensch bin. Ja? Aber auf jeden Fall, dieser Anblick hat dir... Das hat mich umgehauen. Völlig umgehauen. Ja. Hast du lange neben ihr gesessen? Bitte? Hast du lange neben ihr gesessen, als sie dann verstorben war? 6 Stunden. 6 Stunden? Ja. 6 Stunden. Ich habe die Stirn geküsst. Und dann, ich meine, es war ja auch noch ihre Schwester da, die wird jetzt, ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, am 9. 18 Jahre alt. Die Patentante, die andere Oma. Und ich war dann auch einmal ein bisschen, ich wollte dann auch mit der Tanja einfach einmal ein paar Minuten alleine sein. Verstehe, ja. 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 Aber weißt du, Helga, ich glaube, auch wenn dir das jetzt so wehgetan hat, was ja völlig verständlich ist. Ja. Vielleicht war es doch gut, dass du bei ihr warst. Und dass du so auch wirklich nochmal in aller Ruhe, wenn du 6 Stunden neben ihr gesessen hast, da kann man Abschied nehmen. Ja. Und das wäre sie. Aber weißt du, ich sag, das, wir wussten es alle. Wir wussten es alle, dass es keine Rettung mehr gibt, dass es kein Wunder mehr gibt. Aber dennoch ist es ein unfassbarer Schock, wenn es dann passiert. Ja, genau, das war dann trotzdem, war das dermaßen überraschend, weil wir haben noch so viel vorgehabt. Ja, sie hat ja vor Weihnachten, also sie war noch in Nürnberg bei den Delfinen, sie hat noch einen Flug gemacht, über die Pfalz mit dem Hubschrauber. Und also ich kann das gar nicht so alles so gut aufzählen. Aber das ist ja, man kann ja vielleicht versuchen, wenn man in so einer Traurigkeit ist, dass man noch die schönen und tröstlichen Momente sich wieder vor Augen hält. Das ist ja toll, dass ihr noch so viel habt mit ihr machen können. Ja. Und dass sie das hat auch noch genießen können. Ja. Das ist ja etwas Schönes. Das muss man ja so sagen. Ja. Aber ich komme einfach. Aber der Schmerz ist zu groß. Ich komme da drüber. Mir geht es heute schlechter wie gestern. Bitte? Mir geht es heute schlechter wie gestern. Jetzt steht da die Beerdigung noch bevor. Ja, jetzt am Freitag. Was dann auch nochmal ein ganz schwerer Tag ist. Ja, genau. Hast du denn in deinem Umfeld, Helga, Menschen, wo du weinen kannst, mit denen du sprechen kannst? Ja. Wirklich? Auch, ja, ganz offen auch? Ja, mit meiner Psychologin. Die habe ich schon jetzt schon über ein Jahr. Also da, wo unser Tanja den Rückschlag gekriegt hat. Und da habe ich mir sofort Hilfe gesucht. Und wie ist es mit deiner Tochter und deinem Schwiegersohn? Da liegen sowieso die Kabel blank. Ich verstehe. Da ist selbst so viel Trauer, dass sie dich gar nicht trösten können. Ja, die brauchen beide... Jetzt hat selber mal ein bisschen eine Auszeit. Verstehe. Zum Beispiel mein Schwiegersohn, also die haben jetzt heute alles, wie gesagt, 2 Wochenende und die haben jetzt erst heute alles erledigt können. Und sie brauchen jetzt beide echt ein bisschen Auszeit, die brauchen ihre Ruhe.
Liebe Helga, ja. Du weißt ja, dass ich ja leider immer nur so in einer bestimmten Zeit hier mit den Leuten reden kann. Ja, ich weiß, Dominant, ich weiß, aber du bist trotzdem, du bist sowas lieb. Ich möchte dir nochmal sagen, dass mir das wirklich von Herzen leid tut. Das glaube ich dir. Du bist wirklich ganz, ganz lieb, das muss man echt sagen. Und mich hat gerade sehr, sehr beeindruckt oder traurig gestimmt, wenn du sagst, du hast 3 Menschen verloren. Ja. Und du hast dreimal diesen Schmerz ertragen. Ja. Hat man das Gefühl, ich kann nicht mehr, ne? Ja, genau. Ich war jetzt halt morgen, war ich beim Doktor, also beim Arzt, wieder bei meinem Internist. Mhm. Gut, ich habe wieder eine Spritze gekriegt und so. Mhm. Aber es kann mir den Schmerz nicht nehmen. Nein. Ja. Liebe Helga, ich habe eine sehr, sehr nette Psychologin heute Nacht hier, das ist die Simone. Und ich möchte, dass ihr beide auch nochmal in Ruhe jetzt miteinander sprechen. Oh ja, das wäre ganz, ganz lieb, Domian. Du hast ja deine private Psychologin, das ist ja schon mal ganz gut, aber vielleicht könnt ihr beiden auch nochmal überlegen, was ganz du zu lieb. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten 10 Minuten von Simone zurückrufen. Ja, ganz lieb. Ich wünsche dir und deiner Familie viel, viel, viel Kraft und alles Liebe und alles Gute. Und dir danke ich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und für alle Dinge. Dankeschön. Du bist jede Nacht um 1, bist du meine Nummer 1. Das ist aber nett gesagt. Okay, Liebe alles Helga, klar. Alles ich Liebe. Bedanke mich ganz auf, lieb. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hier ist Jana. Jana ist... Ja, hallo. Jana, hallo. Du bist 26. Genau, ich bin 26 Jahre alt. Hallo Jana, um was geht's bei dir? Und zwar, es geht darum, ich habe eine Krankheit. Mhm. Viele kennen diese Krankheit nicht, die heißt Zwangsneurose. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Was sich dahinter verbirgt, ist, dass ich jeden Tag dieselben Gedanken habe und von morgens bis abends sauber mache. Und immer meine Ordnung versuche zu halten, obwohl meine Wohnung immer ordentlich ist. Ja, also bist du ständig am Aufräumen und am Putzen in der Wohnung. Genau. Und du hast immer dieselben Gedanken. Ich habe tagtäglich, jede Stunde, jede Minute immer dieselben Gedanken. Was sind das für Gedanken? Das sind Gedanken, also dieses Gefühl, wenn ich sauber mache, ist... Es befriedigt mich. Es gibt meiner Seele so einen Kick, was mich wieder so runterbringt. Und du denkst eigentlich den ganzen Tag nur an Saubermachen? Ja. Seit wie vielen Monaten oder Jahren schon? Also ich habe das seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Seit 5 Jahren, aber ich weiß jetzt seit 2 Jahren ungefähr, dass das eine Krankheit ist. Ja. Und ich habe auch 2 Kinder. Meine Tochter ist 5 Jahre alt. Ach, du hast sogar Kinder? Ja, und meine jüngste Tochter ist 8 Monate. Manchmal, ich habe sehr oft immer das schlechte Gewissen, dass ich zu wenig Zeit für meine Kinder... Bist du alleinerziehend? Nein. Nein, also du hast einen Partner? Ja. Wie geht dein Mann mit dieser Erkrankung um? Ich habe das meinem Mann erst vor vier Monaten erst offenbart und ihm das versucht zu erklären, weil... Ja, aber er muss es doch bemerkt haben, wenn du ständig am Putzen bist und... Ja, er hat zu mir gesagt, er hat das gemerkt, aber er hat mich nie darauf angesprochen. Ich vermute mal, dass deine Zeit auch dadurch erheblich eingeschränkt ist, weil du nur am Putzen bist und dementsprechend weniger Zeit dann für deinen Mann auch übrig geblieben ist. Ja. Ist das so? Es ist so. Also ich bin körperlich so erschöpft. Ich bin so erschöpft jeden Tag körperlich. Ich habe das meiner Familie erzählt. Meine Familie, einige haben sich lustig darüber gemacht. Die meisten haben gesagt, ja, komm doch bei mir auch putzen und... Ich fühle mich so allein gelassen. Ich habe zwar eine Familie, aber ich fühle mich sehr, sehr allein. Wie groß ist deine Wohnung? Meine Wohnung, also die Wohnung jetzt ist 62 Quadratmeter. Mhm. Ich ziehe jetzt nicht Ende dieses Monats um. Also 62 Quadratmeter ist ja überschaubar. Ja. Das heißt, wenn jemand gesund ist, hat man die, also in einer gewissen Zeit geputzt und dann ist auch wieder mal eine Weile Ruhe. Genau. Ich kann dir ja mal so ein Beispiel geben. Heute Gerne. Zum Beispiel. Mhm. Ich bin heute Morgen um halb 7 aufgestanden, habe meine kleine Tochter in den Kindergarten geschickt mit meinem Mann zusammen. Mhm. Und dann habe ich erstmal zu wischen, erstmal die ganzen Regale, Sofa, Tische. Und dann, ich habe immer so meinen Rhythmus, wie ich immer wie das bei mir ablaufen muss. Mhm. Und dann fange ich dann an zu saugen, dann fange ich die ganze Wohnung an zu wischen und danach sehe ich zum Beispiel auf dem Boden so einen ganz kleinen Krümel, dann nehme ich meinen Mop,
dann wische ich das mit dem Mop wieder weg und dann geht es mir wieder gut. Das ist, ich weiß, dass das nicht normal ist. Aber du putzt jeden Tag Dinge, die man eigentlich nicht jeden Tag putzen muss. Also genau. Du sagst, die Regale, die muss man denn jeden Tag dann... Was Menschen zum Beispiel einmal im Monat machen, mache ich tagtäglich. Und ich war beim Arzt, ich war vor 4 Monaten bei meinem Hausarzt, weil ich bin so ein Mensch, ich gehe sehr, sehr, sehr selten zum Arzt und ich habe ihm das versucht zu erklären. Er ist ein Arzt und er hat zu mir gesagt, ja, er hat mich angeguckt, er meinte so, Mädchen, meinte er zu mir, wortwörtlich, ihr bildet euch auch heutzutage einiges ein. Und das hat mir einfach den Punkt gegeben, wo ich einfach... zu diesem Arzt würde ich dann aber auch nie wieder in deinem Leben gehen. Ja. Was ist denn das für eine blöde Antwort auf... Aber genau wortwörtlich so hat er mir das gesagt. Unfassbar, unfassbar. Also, wo man heute nun gerade in medizinischen Kreisen nun so sehr aufgeklärt ist, was Zwangserkrankungen anbelangt, und das ist eine Erkrankung, von der du, wie du sie schilderst, hätte als kluger Arzt sofort sagen müssen, Moment, da müssen wir was einleiten, Sie müssen zu einem guten Psychiater, zu einem guten Psychotherapeuten, da muss jetzt was geschehen. Er hätte dich befragen müssen, wie sieht das aus, wie gestalten Sie Ihren Tag und wie sehr belastet Sie das und so weiter. Vergiss diesen Typ. Ich bin ein sehr, sehr fröhlicher Mensch von Natur aus. Eigentlich bin ein sehr lustiger Mensch. Ich bin eigentlich echt so ein Clown von der Familie. Ne? Egal, wenn jemand mal langweilig ist in unserer Familie, die rufen mich immer an, Janan, komm zu mir, komm zu uns. Ja. Die kriegen immer gute Laune. Aber sobald ich dann wieder zu Hause bin, ich will gar nicht mehr nach Hause. Ich möchte nicht nach Hause kommen. Wenn ich draußen bin, dann fühle ich mich viel wohler. Ach so, das heißt, also wenn du bei anderen Leuten bist, regt dich das nicht auf, wenn da ein bisschen Schmutz ist? Wenn du zu ich mache Besuch... das bei meiner Schwester und bei meiner Mutter mache ich das meistens. Ach, da machst du auch sauber? Da mache ich auch sauber. Meine Mutter sagt auch, jetzt setz dich hin. Sie weiß das, meine Mutter weiß das nicht so sehr. Meine Schwester, meine ältere Schwester ist 28, mit ihr kann ich über alles reden. Aber manchmal wünsche ich mir von Gott, eine Krankheit zu kriegen. Es ist nicht schön, jetzt das zu sagen, aber viele würden auch jetzt sauer auf mich sein. Manchmal wünsche ich mir echt eine ernsthafte Krankheit, dann, dass mich das einfach so... Ja, das wollen wir uns nicht wünschen. Wir wünschen uns, dass diese Krankheit in den Griff zu kriegen ist, die du hast. Und nicht, dass du eine ernsthafte Krankheit bekommst, wobei das auch eine ernsthafte seelische Erkrankung ist, die du hast, finde ich. Ja. Wie ist denn das? Ist das nicht extrem stressig für dich auch da mit den beiden Kindern? Kinder machen ja immer Dreck und Unordnung. Ja, ich sag auch nicht mehr. Früher habe ich das gemacht. Ich habe meine Tochter nach dem Saugen, wollte sie manchmal Chips haben, was ganz normal ist. Fünfjähriges Mädchen vorm Fernsehen möchte mal naschen, habe ich ihr das nicht in die Hand gegeben, weil ich dachte, jetzt cool Mädchen, und dann muss ich wieder anfangen, sauber zu machen oder zu saugen. Oder diese Chipsflecken. Ich habe Ledersofa, die Flecken sieht man auf mir. Das stört mich. Also überträgst du die Krankheit ja auch auf die Kinder. Ja, und das ist ja indirekt. Mein Problem. Ich möchte nicht, dass meine Kinder später darunter leiden. Und ich möchte... Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, dass du das hast? Mein Mann hat gesagt, er hat zu mir gesagt, du kannst dir Hilfe holen. Das war ja vor 4 Monaten, wo ich dann beim Arzt war. Und dann habe ich einfach geschwiegen. Ich habe auch nicht nochmal mit ihm darüber geredet. Und er hat auch nicht nochmal gefragt? Ganz ehrlich, fühle ich mich auch manchmal von ihm gar nicht verstanden, Domian. Ich bin ehrlich. Wenn ich jetzt nicht die Wahrheit sagen würde, würde ich mich selbst anlügen. Aber ja, du klingst... er versteht die Krankheit nicht. Er versteht das nicht. Für ihn ist das so... Wie soll ich das sagen? So wie Grippe. Also für ihn ist das was Normales. Und du fühlst dich, wie du gerade gesagt hast, auch von deiner Familie relativ alleine gelassen. Ich fühle mich von dem Rest allein gelassen. Nur für meine Tochter, fünfjährige also Tochter. Also Jana, lass dir wirklich gesagt sein, das habe ich hier nun wirklich sehr, sehr, sehr oft schon gehört, dass das eine ernstzunehmende und auch von der Psychologie, Psychiatrie anerkannte Erkrankung ist, die du hast. Ja, ist es, ne, Domian? Absolut, absolut. So, und die kann man aber auch behandeln. Und die kann man auch sehr erfolgreich behandeln. Ja. Die kann man sehr erfolgreich behandeln. Und das musst du machen. Du musst dich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Unbedingt. Ich bin so, im Moment habe ich nur, also ich habe, im Moment habe ich echt, ich merke, ich habe wieder Depressionen bekommen. Ich war vor einer Woche im UKE. Im UKW, was ist das? UKE, Uniklinikum. Genau, und ich habe Taubheitsgefühle im Gesicht und Lippen bekommen. Aber vielleicht hängt das ja alles zusammen. Ja, ja, stressbedingt. Ja, das hängt alles zusammen. Und ich weiß nicht, wo ich mich wenden soll. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, wo ich mich erkundigen soll. Da werden wir dir jetzt gleich helfen. Ich sag dir wirklich, mach es für dich und mach es vor allen Dingen auch, was heißt vor allen Dingen, mach es auch für deine Kinder. Ja, deswegen habe ich Weil eine kranke Mutter
ist immer schlecht für die Kinder. Immer. Ja. Es hat immer Folgen auf die psychische Entwicklung eines Kindes, wenn die Mutter krank ist, wenn es der Mutter schlecht geht. Genau. Das heißt, du trägst eine doppelte, eine dreifache Verantwortung für deine beiden Kinder und für dich. Genau. Ja. So, und jetzt kriegst du von uns eine solide Beratung, was und wie und wo du es angehen könntest, dass du etwas unternimmst. Okay. Ja, liebe Jana, ich wünsche alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Sieh mal vielleicht auf diesen Anruf so als ersten Schritt an und die nächsten Schritte, die musst du dann von dir aus halt organisieren und einleiten. Genau, das mache ich. Du wirst von Simone zurückgerufen. Okay, dann. Alles Gute, alles Liebe. Ne? Ja, tschüss, danke schön, tschüss. Nochmal auf morgen bezogen unser Thema, ihr Lieben. Morgen heißt das Thema sexuelle Doppelleben und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr eben ein sexuelles Doppelleben habt oder pflegt oder vielleicht hattet. Vielleicht ist es auch aufgeflogen mit dramatischen Folgen. Also es gibt ja viele Leute, die so vielleicht in der Beziehung eine ganz normale Sexualität leben, aber ganz geheim eben als Doppelleben ganz unterschiedliche Dinge tun, von der die Umwelt, die Freunde, die Frau, der Mann überhaupt keine Ahnung hat und niemand sich das auch vorstellen könnte. Vielleicht ganz extreme Sachen, vielleicht auch einfach nur ungewöhnliche Sachen, die gar nicht extrem sind. Also sexuelle Doppelleben. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ein sexuelles Doppelleben habt oder hattet. Ihr könnt euch per Mail rund um die Uhr melden oder morgen ab 0 Uhr. Hier ist Paul. Hallo Paul, 38. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's, Paul? Ja, Männerwelt, Frauen, also praktisch. Wie? Männerwelt? Männerwelt, die Frauen. Männerwelt, die Frauen. Ja, ist das ja immer so eine Sache mit den Frauen und Beziehungen, sei mal mit dem Kennenlernen und sowas alle. Soweit die theoretische Einleitung. Kommen wir mal zu deinem persönlichen Problem. Ja, was heißt mein Problem? Ist schon ein Problem. Ich sag mal, ich werde so sexuell von den Frauen ausgenutzt. Ach du Armer. Ich sag mal, habe ich mir auch immer gesagt. Ich meine, irgendwo ist es ja schön, aber irgendwo auf lange Sicht gesehen, sag mal, ist es doch nicht so schön. Hast du denn, hast du eine Beziehung im Moment? Nein. Ich bin seit 4 Jahren allein und seit 2,5 Jahren läuft das ungefähr mit diesen Frauen, die mich da mehr körperlich haben wollen als alles andere. Und das ist, ja. Inwiefern fühlst du dich denn sexuell ausgenutzt von Frauen? Ja, ich sag mal, wie so eine, also wenn sie doch Geld hinlegen würden, sag ich mal, könnte man Nutte zu mir sagen. Zu dir? Jo. Bist du denn so ein Hengst, dass alle Frauen auf dich abfahren? Als Hengst? Hengst kann man nicht sagen, so lang ist er nicht. Nein. Also, so. Hast du so eine stattliche Erscheinung und wo man sagen könnte, das mögen die Mädels, ein gut aussehender Typ? Ein Kollege von mir sagt ja. Ja. Also, ich hätte irgendwie einen Magneten in den Hintern, hätte er gesagt. Oder sagt er immer. So, und wie läuft das so ab? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, wir waren vor 6 Wochen mal irgendwo in der Diskothek. Ich sag mal, habe mich in der Ecke gestellt, habe ganz gewöhnlich mein Bier getrunken. Und da wurde ich von mehreren Frauen halt angesprochen. Und na gut, da sind was wir. Was ja halt, nicht schlecht ist. Nein, dann sind wir halt ein bisschen tanzen gegangen und ein bisschen gesprochen halt normal. Und ja, ich sag mal, dann stellt sie sich vor mir und fängt dann an meine Hose rumzufummeln. Also in der Disco? In der Disco, ja. An deiner Hose? Ja. War die Kleine schon sehr besoffen, oder wie? Nö, nicht wirklich. So, und wie hast du reagiert? Ja, ich hab gesagt, sie soll das sein lassen, weil ich fummel sie nicht an und sie muss mich nicht befummeln. Und, hat das gewirkt? Im ersten Moment, ja. Aber dann? Ja, danach, ja gut, dann ist er halt mitgefahren zu mir. Warum hast du sie mitgenommen? Ja, ich bin ja auch nur ein Mann. Ach so, verstehe. Und dann? Und ja, dann, ja gut, dann fing das mit dem Fummelerin an und ein bisschen rumlecken und rumknutschen und sowas alle. Dann kam es dazu, ja, und morgens, wo ich wach wurde, war die ja weg. Ja, sei doch froh. Wenn es nur ein One-Night-Stand war, ist es doch eigentlich ganz gut, wenn man nicht großartig dann noch das Frühstück zelebrieren muss. Ja gut, das ist ja schon irgendwo, ja schon in Ordnung. Aber irgendwo, sag mal, wünscht man sich ja schon wieder was Festeres. Ja, wie wäre es denn dann, wo man hingehört? Wie? Wo man weiß, wo man auch hingehört und sowas alle. Dass wenn jemand. Hattest du denn schon in deinem Leben längere Beziehungen? Ja, ich hatte eine. Wie lange? Über 10 Jahre. Oh, über 10 Jahre. Und die ist wann zu Ende gegangen? Vor 4 Jahren. Mhm. Und war das eine gute Beziehung? Am Anfang am Ende nicht mehr. Ja, wie so oft? Ja. Weißt du, Paul, aber im Prinzip, was du so erzählst,
Ich meine, da träumen ja die meisten Kerle von, dass sie in der Disco angesprochen werden. Die meisten Männer müssen ja selbst baggern, und weil die Mädels sich lieber ansprechen lassen. Wenn du gezielt nicht, wenn du müde bist, nur Sexgeschichten zu haben mit Frauen, ja, warum gehst du nicht gezielt auf Frauen und suchst dir Frauen aus, von denen du denkst, ja, da könnte vielleicht auch mehr drin sein als nur eine Nachtgeschichte? Ja gut, das habe ich ja auch schon versucht, aber das hat ja auch nicht wirklich geklappt. Da ist sie ja abgehauen und sag mal, dann liegt man ja praktisch im Bett und ja, man fühlt sich ein bisschen, weiß nicht, verbraucht, ausgenutzt, schmutzig. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ich meine das ernst, ja. Du fühlst dich schmutzig. Dann frage ich dich, wieso gehst du überhaupt, warum lässt du dich denn überhaupt auf diese Sexgeschichten ein? Ja gut, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Da hast du recht, ja, da muss ich dir mal recht geben. So, ja. Ne? Also. Nein, aber im Ernst, es ist natürlich auch schwierig, einen Menschen zu finden, der so rundherum zu einem passt. Das ist mühsam und dann gehen auch oftmals Jahre und Jahre und Jahre ins Land. Da muss man nicht jammern, da muss man einfach am Ball bleiben. Ja, aber irgendwo hört es ja auf mit dem Lustgefühl da ständig, sagen wir, so, weiß ich nicht, ich sag, jede Schweinehändler hat einen Zuchtbulle, ne? Und da guckt man sich ja schon fast so vor, dass man wirklich nur zum, ich meine... Ja, dann lass es doch sein. Moment, jetzt im Ernst. Dann lass es doch einfach sein. Dann geh einfach nicht mit den Frauen in die Kiste. Und wenn dich eine wirklich sehr interessiert, wo du denkst, da könnte mehr raus werden, dann triffst du dich halt erstmal ein paar Wochen so mit der. Das muss, und manch eine Frau, die dann auch wirklich interessiert ist, findet das sogar gut. Dass es eben nicht sofort nach dem ersten oder zweiten Date dann gleich im Bett landet. Geh es halt vorsichtig und langsam an. Und erspar dir, wenn dir der Sex keine Lust macht, dieser nur schnelle Sex, lass es doch sein. Was jammerst du? Ich meine, du jammerst auf hohem Niveau. Du kannst deinen Sex haben, so wie du möchtest. Manch einer kriegt das auch nicht so. Offensichtlich musst du nur mit den Fingern schnippen und du hast eine Frau. Ja, so, weiß ich nicht. Na ja gut, aber offensichtlich leidest du keinen Mangel. Dann genieße das, oder wenn du einfach gesättigt bist, dann lass es eine Weile sein. Über was reden wir? Ja gut, dann versuch das noch ein bisschen. So, ja. Pause. Auf die Idee musste man nochmal kommen. Lieber Paul, ich wünsche dir eine gute Frau bald. Danke. Eine große Liebe wünsche ich dir. Danke, danke. Alles Gute, tschüss. Ja, bis dann, ciao. Der Paul. So sind die Männer. Gabriele ist 38. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Gabriele, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, Beziehungsproblem. Ohne Ende. Ohne Ende. Wobei, ja. Reden wir über eine Ehe? Nein, über eine Beziehung. Und wie alt ist die Beziehung schon? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Was ist, sagen wir mal, wenn du sagst, Beziehungsprobleme ohne Ende, was sind die Hauptprobleme? Oder was? Die Hauptprobleme sind in diesen 6,5 Jahren, dass ich nichts abarbeiten konnte. Ich habe 1995 meinen Mann verloren an Krebs, hatte da einen Sohn von 5 Jahren und bin ein Jahr später in einer neuen Beziehung eingegangen, habe 96 wieder ein Kind bekommen, 98 ein Kind bekommen und 98 habe ich ein Mädchen zur Welt bekommen, die Down-Syndrom hat. Wir haben miteinander gelebt, es wurde so aufgenommen. Und dann 2001, weiß ich nicht, da hat es so ergeben, dass ich wieder jemand anders kennengelernt habe, da wir... Das ist die jetzige Beziehung? Es war die alte Beziehung. Und 2001 habe ich eine neue Beziehung kennengelernt. Genau. Und das war ein Mensch für mich, der mir gesagt hat, der mich gern hat, der mich lieben tut. Das ist der, mit dem du jetzt zusammen bist? Genau. Wie viele Kinder? Du hast jetzt wie viele Kinder insgesamt? Ich habe insgesamt 3 Kinder. 3 Kinder. Gibt es auch ein gemeinsames Kind mit der jetzigen Beziehung? Nein. Das nicht.
So. Nein, das haben wir nicht. Was heißt, du hast gesagt, ich hatte keine Chance, etwas aufzuarbeiten. Was soll ich darunter verstehen? Nein, gar nicht. Wie meinst du das? Den Tod deines damaligen Mannes? Ja? Überhaupt zu verarbeiten, das ging gar nicht. Die Chance hatte ich gar nicht, weil die Eltern das nicht wollten, überhaupt noch Kontakt zu mir oder zu dem Kind zu haben. Diese Kinder? Das wurde abgeschlossen. Die Kinder leben aber bei dir? Also der 18-Jährige lebt bei mir. Und die anderen beiden nicht? Die anderen beiden Kleinen, nach der damaligen Beziehung, leben beim Vater. Mhm. Mhm. So, mit dem ich auch ein Haus gebaut habe. Das ist jetzt eine sehr verwirrende Geschichte mit so vielen Vätern und Kindern und viele Jahreszahlen jetzt gehört. Mhm. Bleiben wir nochmal bei der jetzigen Beziehung, mit der du ja mit der du ja unzufrieden bist. Was, ich frage es nochmal, was ist das Schlimmste, was dich an dieser Beziehung kränkt, traurig macht oder ärgert? Dass er mich nach Berlin geholt hat und mir gesagt hat, dass er mich lieben tut und mich jetzt nicht mehr achten tut. Und er nur noch trinken tut. Trinken. Alkoholiker ist. Ja. Mhm. Es tut mir am meisten weh. Bei uns weh, weil mein großer Sohn lebt ja mit seiner Freundin hier im Haushalt und. Ja. Das heißt, er ist immer Stress im Haushalt, immer Streit auch? Es ist grausam. Es ist furchtbar einfach. Schlägt er dich? Nein, so nicht. Er macht es auf eine andere Art und Weise, auf seine, weiß ich nicht, bösartige Art irgendwie so. Mhm. Leute nicht beachten oder so mit bösen Blicken. Ja, ja, man kann einen Menschen auch, ohne dass man ihn schlägt, kann man ihn schlagen. Sehr wehtun. Sehr wehtun, ja. Ist bei dir noch ein Rest von Liebe zu diesem Mann da? Jetzt nicht mehr. Warum verlässt du ihn? Warum verlässt du ihn nicht? Ja, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ich habe alles aufgegeben. Aber früher hatte ich mal viel. Ja. Was heißt viel? Aber ich hatte meine Familie. Und wegen diesen Menschen habe ich meine Familie aufgegeben. Ja. Woher kommst du das? Du sagst, er hat dich nach Berlin geholt. Woher kommst du ursprünglich? Von der Insel Usedom. Ah ja. Könntest du nicht doch zurückkehren? Dorthin zurückkehren? Nee, könnte ich nicht. Hm. Was sollte ich denn da? Hm. Du sagst, ich weiß nicht wohin. Was bedeutet das? Du weißt nicht, was bedeutet das konkret? Was meinst du damit, ich weiß nicht wohin? Ich weiß nicht, wohin ich machen soll. Ich habe nichts mehr. Ich habe alles verloren. Mhm. Nun kann man mit 38 Jahren, und dein Sohn ist schon 18 Jahre alt. Der ist 18 Jahre. Ja, kann man ja schon auch nochmal neu anfangen. Und es gibt ja auch genügend, es gibt ja auch genügend Hilfen staatlicherseits, dass man Unterstützung bekommt. Also du bist nicht auf Gedeih und Verderb an diesen alkoholischen ehemaligen Freund gebunden und gefesselt. Das heißt, du könntest dir schon, wenn man das genau überlegt, könntest den Schritt wagen in ein eigenes neues Leben. Ja, würde ich gern. Vermutlich. Ich denke mal einfach, Domian, ich habe die Kraft nicht dazu. Ich habe zu viel mitgemacht. Und wenn dir jemand dabei helfen würde? Weil, Gabriele, jetzt wird die Kraft immer weniger. In der jetzigen Konstellation. Ja, ich bin ja schon so weit, dass ich aufgeben will. Und dass du aufgeben willst? Ich weiß nicht weiter. Ich habe nichts mehr. Das heißt, du. Es gibt den Gedanken, dass du dir das Leben nehmen willst? Ja, ich habe überlebt. Was wäre denn das für eine Perspektive? Ich habe manches Mal nachgedacht und weiß nicht weiter. Und wenn man das immer so Tag für Tag erlebt. Hast du dich mit Leuten schon mal unterhalten, die dich beraten könnten in deiner schlimmen Situation? Nein, ich war immer alleine. Ja, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Gabriele. So wie du mich jetzt angerufen hast, in der Hoffnung, vielleicht irgendwie eine Hilfe zu kriegen, was ja auch okay ist, dass man das macht, so müsstest du auch weitergehen. Und du bist in Berlin. In Berlin gibt es zahlreiche Stellen und Hilfsmöglichkeiten, Anlaufstellen, wo Menschen, die in einer solchen Notsituation sind, wie du es bist, die Hilfe bekommen, auch beratende Hilfe.
meine Sendung ist jetzt vorbei. Ja, ich sehe schon. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden dich gleich wieder anrufen und dann beraten wir die Einzelheiten, okay? Okay. Liebe Gabriele, bis gleich. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Bis dann, tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und morgen sind wir wieder da mit dem Thema sexuelle Doppelleben. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr ein sexuelles Doppelleben habt.